Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Heute kommt das letzte Modul für unsere Marsbasis. Genau gesagt sind es zwei Module. Hier unten haben wir ein Solarmodul, so ähnlich wie das, was wir auch auf dem Mond haben, nur doppelt so groß. Und hier oben haben wir eine Windturbine, damit wir noch einen zweiten Weg haben, um Strom zu erzeugen. Und die beiden können sich halt super ersetzen. Wenn wir halt keinen Wind haben, haben wir häufig auch Sonne. Dann können wir die Solarzellen benutzen. Und wenn es halt einen Sturm gibt, Sandsturm oder Staubsturm, dann können wir die Windturbine nutzen. Das Ganze machen wir wie immer mit der Atlantis 3. Einfach nötig, weil wir hier diesen Platz brauchen. Und ich würde sagen, los geht's. Thank you.
Da sind wir auch gelandet. Und da können wir das auch einfahren. Hier war die Landung ganz schön. War schön sanft. Bei der anderen Zweitstufe war die relativ hart. Und hier haben wir komischerweise noch eine Andockschleuse. Aber die wird eh hier in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen. Also müssen wir uns da keine Sorgen machen. Hier haben wir die Mikroraumstation. 23% sind noch übrig. Dann können wir hier die Zweitstufen und die Erststufe wieder mal einsammeln. So, überall schön die Mission beenden. Und dann gehen wir raus zum Mars, fokussieren. Ja, die geostationären Satelliten sind immer noch im Eimer, kann man so sagen. Und gehen wir hier hin. Und da haben wir es auch. Eine Windturbine, ein Solarmodul. Und dann haben wir jetzt auch so ziemlich alles, bis auf Astronauten. Aber in der nächsten Folge kommt erstmal so ein Überblick an dem, was wir bisher gemacht haben. Und ich suche gerade nach einem besseren Aussichtspunkt. Ich versuche so die Mitte zu treffen. Das da scheint ganz gut zu sein. So, kann man gut sehen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.